herzlich willkommen, ihr Fußballfans der ersten Stunde. Hier ist der Jahre 85 vom Knalltüten Gaming bei FIFA 19. Bei und mit FIFA 19, genau. Uns steht das große Finale im Supercup, ist ja bloß ein Spiel in dem Falle, bevor, gegen FC Bayern mal wieder. Und deswegen gehen wir vorher natürlich ins Trainingslager und tun die vorhergehende Einheit laden. Also fehlt ja wieder eine. Stimmt, ja, das war ja... Okay, also das nächste Mal laden wir nicht die vorhergehende Einheit. Jetzt haben wir mal plus 4 Trainings. Aber gut, ziehen wir die 4 Trainings durch. Ist ja besser als nichts. Anfangen tun wir mit Angriffsszenarios. Mal gucken, ob wir da diesmal gut sind. Los geht's. Gucken wir mal, was wir noch können. Nein, wir können es nicht mehr. Toll, fängt ja gut an. Gut, Pfosten, aber... Vorbei ist vorbei. Was ist denn das für ein Laufpass? Flanke? Oh, der war gut. Immer drauf auf den Torwart. Na. Gott sei Dank ist das plus Training. Oh, einfach abgenommen. Flanke? Schuss! Aber nicht. Gesehen. Jawohl, reingeschoben. C-Rang, na, hier muss mehr rauskommen. Deswegen, wir probieren es nochmal. Der Pass am Anfang ist immer Mist. Der wird nicht. Aber der dafür. Gut gesehen. Und gut getroffen. Voll vorbei. Schön die Laufpässe aus hin. Oh, die Flanken auch. Oh, das ist ja mies. Oh. Das ist ja richtig, richtig mies. Oh, das war wirklich richtig mies. Na komm. Einfach ab. Wir probieren es noch einmal. Wenn es dann nicht klappen sollte, dann ist es eben so. Ja, na komm. Tor. Heute so, aber Tor ist Tor. Ja, der sitzt. Oh, knapp. Ich weiß nicht, was man sagen soll hier. Ist ja wirklich fast deprimierend. Es ist deprimierend. Nochmal klappt das natürlich nicht, das Kunststück. Wieder C. Wir bleiben bei C. Das hat keinen Sinn. Deswegen machen wir lieber präzise Flanken. Ein paar Prozent haben wir doch geholt. So, okay. Probieren wir das. Ja, aufs Tor. Passt. Ja, Torwart zeigt gute Leistung. Kann man mal so sagen. Ah. Ziehen wir ein bisschen weiter raus. Seitfalls hier, immerhin. Jawohl. Hat das auch möglich, Ball erst anzunehmen. Fahraktion, immerhin. Bringt Punkte. Jetzt haben wir unseren A-Rang auch schon. Jetzt kann passieren, was will. Und letzte Ecke. Ah, ne, doch noch eine. Okay. Das war lustig, aber egal. A-Rang ist A-Rang. Jetzt haben wir wieder mal ein Wandertor. So, mal gucken, ob wir das diesmal wieder schaffen. In der letzten Folge. Oder im letzten Training, besser gesagt. Haben wir es ja gut geschafft. Erste ist vorbei. Moment, den müssen wir mitnehmen. So, weiter geht's, weiter geht's. Also gut, Gott sei Dank sind die Gegenspieler nicht ganz so aggressiv. Sonst würden die uns den Ball ja hochkant wegnehmen. Ja, der steht ziemlich günstig hier.
Nicht getroffen, aber für den A-Rang hat es dennoch gereicht. Das sind wir mal nicht so. Und einmal noch verteidige das Minitor. Da brauchen wir auch immer wieder Übung. So, die Übung macht sich bezahlt. Die ersten 2000 Punkte sind gesaved. Die zweiten auch. Sieht gut aus. Mensch, wir nehmen hier jeden Ball ab. Wären wir jetzt Verteidigungsprofis, ja? Na gut, ja doch nicht. Vorbeigeschossen, trotzdem gab es 200 Punkte. Der letzte. Jawohl, gut gemacht. Es bleibt beim A-Rang, was ja sehr gut ist. Neuer Versuch brauchen wir nicht. Nur der Anfang war ein bisschen mies. Mini-Tor verteidigen, alles klar. Beenden. Wir stürzen uns jetzt ins Spiel gegen die Bayern. Müsste ja dann jeden Moment losgehen. Erstmal Tour der Simulation, erstmal wie laden. Es zieht uns ja am 11. August erst. Vorher ist nichts. Das zieht wirklich noch ein bisschen durch. Wir könnten jetzt wieder trainieren, aber Doppeltraining machen wir nun nicht. Das wird auf Dauer dann doch ein bisschen langweilig, würde ich meinen. Und da ist das Spiel auch schon. Wir stehen in der Startformation. Für unser Klasse-Training sicherlich. Wir spielen in Weiß, die Bayern in Rot. Du das ganze Team steuern am 11. August 2019, also vom jetzigen Zeitpunkt aus abgesehen. In der Zukunft. Oh. Torwart steuern, sehr schön. Nee, also Torwart steuern liegt uns nicht. Deswegen machen wir es am besten auch nicht. Aber in Kürze geht das Spiel los. Auch unsere Spieler trippeln, jonglieren und machen sonst irgendwas mit dem Ball. Die Bayern genauso. Machen sich warm. So sieht's aus. Und jetzt das Supercup-Finale. Mal gucken, ob es der nächste Pokal in unserer Sammlung wird. Wir werden sehen. Wir von links nach rechts. Und los geht's. Und fällt schon mal mit dem Fehlpass an. Ja, toll. Angriff. So, und Jaro hat den Ball irgendwie gekriegt, aber dann irgendwie doch wieder verloren. Angriff der Bayern. Ja, die Flanke, ja, die kommt. Aber wir haben trotzdem verteidigt. Fürs Erste. Weit rausgezogen. Aber er hat trotzdem noch gekriegt. Fehlpässe sind bei uns heute wieder an der Tagesordnung. Ja, oder solche hohen Fehlpässe. Geht natürlich auch. Hohe Fehlpässe. Los, Angriff. Jawohl. Gut verteidigt. Bälle in die Spitze, die bringen hier bei den Bayern irgendwie nichts. Immer alle abgefangen. Gut gekämpft. Oh, das sieht gut aus, aber Jaro 85 ist halt der Mann am Ball eigentlich gewesen. Kann man nicht so viel erwarten. Einwurf für uns. Solo, lange Solo. Der Schuss! Oh! Knapp vorbei, ist auch daneben. Aber guter Angriff von uns. Manuel Neuer mit dem kurzen Abstoß. Jaro geht dazwischen. Wir hätten sogar fast bekommen. Einwurf. Einwurf-Finte. Ist ran. Was machen die denn? Die tanzen im Ball rum. Oh oh, das sieht gefährlich aus. Oh, sehr gut gemacht von der Abwehr. Perfekt gesehen. Das ist hier Emil Forsberg. Schuss! Ah. Manuel Neuer wieder.
mit dem Bein oder was auch immer dazwischen. Ball kommt nach oben. Aber nichts passiert. Wieder der Pass abgefangen. Und die Bayern spielen auch ein Hin und Her, ein fröhliches Hin und Her. Aber unsere Abwehr reagiert natürlich wieder phänomenal gut. Und Jaro am Ball. Und Jaro mit der Flanke. Sehr weit. Zu weit. Zu weit. Aber jetzt die Bayern wieder im Angriff. Auch ein gutes Spiel. Aber wir halten irgendwie dagegen. Jetzt ist unsere Statistik gegen Bayern ja ziemlich gut. Schuss! Oh, gut geschossen. War auch gut gehalten, Torwart. Flanke nochmal. Nix. Schade, schade. Schussversuch. Tor! Super! Wie aus dem Nichts. Die Rakete. Sehr gut. Das 1:0 in der 43. Minute. Wunderbar. Wie aus dem Nichts kam der Ball. Und der Spieler natürlich auch. Und erzielt das 1:0 für uns. Jetzt hier nochmal der kurze Ball. Von der Strafraumgrenze fast geschossen. Die Kamera dreht sich wieder 20 Mal im Kreis. Um die eigene Achse. Und weiß der Geier wohin. Und dann landet der Ball im Netz. Sehr schön. Ilsanko war's. Weiter geht's. Nicht nachlassen. Der Halbzeit wird wahrscheinlich nichts mehr viel passieren. Nichts mehr viel passieren. Nicht mehr viel passieren, natürlich. Und der Laufpass. Ein Tick zu weit. Aber trotzdem. Und da ist der Halbzeitpfiff. 1:0 für uns. Wir sind alle wach. Nach einem wilden Hin und Her. Das 1:0 für uns. Und jetzt die zweite Halbzeit. Und wir von rechts nach links. Gucken, ob die Bayern einen Einlauf gekriegt haben. Spielerisch spielen sie erstmal genauso wie vorhin. Wie gerade eben, besser gesagt. So, Ball abgenommen. Sehr gut. Oh. Hätte nur gepfiffen werden können. Jetzt wird's gepfiffen. Und gelbe Karte für unseren Jesus. Aber was soll man machen? Wir können damit leben. Trotzdem müssen wir aufpassen, weil eine rote Karte wäre jetzt nicht unbedingt angenehm. Und ja, auch am Ball. Spiel zurück. Kommt der Ball irgendwie fast wieder. Ja, die machen erstmal die Bayern erstmal einen Seitenwechsel. Einen ganz flotten. So, und jetzt haben wir wieder den Ball. Über die Außen wird gespielt. Und hier ist es am Ball. Oh, Ball abgelaufen. Nicht schlecht. So, jetzt wird es wieder gefährlich. Oh, jetzt wird es auch richtig gefährlich, wie es aussieht. Aber unser Abwehrspieler macht sein Ding gut. Guter Laufpass. Foul! Natürlich nicht. Wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Und unser Torwart, Gulaschi, hält den Ball ganz easy peasy. So. Der nächste Angriff. Und Jahre 85. Aus dem Winkel, da konnte nichts draus werden. Aber der Versuch war in Ordnung, trotzdem. Angriff. Also Attacke in dem Fall. Die Bayern machen den Angriff.
ein Hin- und Hergekloppe jetzt hier. Nein, nein, nein! Oh! Gulaschi, gut reagiert. Einfach rumgestanden. Und dann kommt der Ball angeflogen. In seine kleinen Patienchen. So, jetzt beißen sich die Bayern hier aber langsam die Zähne aus. Gulaschi nicht, er beißt sich am Ball. Die Fingernägel aus. So, weiter Ball nach vorne. Machen wir ein ganz schön schnelles Passspiel hier. Da kommt man kaum hinterher. Man kann bloß auf Fehlpässe wie diese hoffen. Ich glaube, das Spiel hängt. Toll. Da der Ballverlust dran war. Jetzt Angriff der Bayern. Aber Gulaschi wieder mit einer Glanzparade. Wunderschön. Und jetzt wird Jacho 85 ausgewechselt. Hatte auch bloß eine große Chance. Oh, 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 oh. Weg damit. Der war knapp. So, gut weg, abgewehrt. Ball fliegt durch die Luft. Sehr hoher Ball dementsprechend. Hohes Spiel. Und jetzt wieder die Bayern mit einer Flanke wahrscheinlich. Ja. Und Gulaschi. Oh, faustet ihn bloß weg. Hat ihn nicht gehalten. Noch 4 Minuten zu spielen. Dann ist der Titel uns. Und jetzt ist schon irgendwas passiert. Hoch. Ja. Sehr gut. Jetzt der lange Ball, aber der wird zu lange sein. Nicht zu lange, aber zu lang. Ha, ist nicht Einsatz von Timo Werner, wenn es Timo Werner war. Jetzt jeden Moment ist ertönt der Abpfiff. Wir werden die Sieger sein und wir sind die Sieger. 1:0. Ist jetzt jedes Spiel gegen die Bayern gewonnen. Einfach toll. Auch wenn es bloß ein 1:0 war. Aber ein Sieg ist und bleibt ein Sieg. Tja, die Bayern sind sehr deprimiert. Wir in Siegerpose. Mal wieder die Siegerfeier. Die kennen wir mittlerweile. Sehr schön. 1:0 gewonnen, der Supercup. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Jetzt sind wir schon im August. Da wird bestimmt bald auch die Bundesliga beginnen. Ja, sieht ganz so aus. Aber das sehen wir alles erst in der nächsten Folge von FIFA 19 nach unserem grandiosen Sieg. Bis dahin, macht's gut. Euer Jacho. Fortsetzung der durchgeknallten Knalltüten folgt, sobald eine neue Folge verfügbar ist. Bitte warten. Und so.